Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung. Wer von Ihnen, einen zurück. Wer von Ihnen erkennt sich da jetzt? Seinen Namen? Jetzt kommt die Frage, und wie fühlen Sie sich dabei? Was hat das mit Ihnen gemacht? Was war die spontane Reaktion, als Sie die Karte in die Hände bekommen haben? Wer von Ihnen hat sowas schon mal gesehen? Mein Kabel verkabelt sich selbst. Okay, in welchem Kontext? Gedruckt oder online? Gedruckt, ne? Ja, wenn es bekannt ist, ist es gedruckt. Ich bin der Chief Smile Officer von One to Smile. Wir bringen Leute zum Lächeln. Wie wir das tun, haben Sie gerade am eigenen Leib erfahren. Bilder sagen mehr als Worte, vor allen Dingen dann, wenn der eigene Name darin steht. Warum, sage ich gleich. Wir sind sowas wie der Kapitän in der Badewanne in diesem Bereich. Wir tun nichts anderes als den ganzen Tag, natürlich softwaregestützt, wir nennen es Hightech Happiness, Namen in Bilder einzufügen. Und das tun wir mit viel Begeisterung, weil wir immer einen positiven Beitrag leisten. Mindestens ein Lächeln springt dabei raus. Und für viele unserer Kunden springt auch dabei raus, dass sie eine wesentlich höhere Conversion Rate haben, wenn wir vom E-Mail-Thema sprechen. Das ist auch das, was ich Ihnen heute zeigen möchte. Sie kennen das vielleicht als Kalender, Sie kennen es jetzt mindestens als Karten. Das ganze Thema ist noch recht innovativ im Kontext von Online-Marketing. Was passiert eigentlich in Ihrem Hirn und warum müssen Sie spontan lächeln? Das ist sozusagen der subkutane Weg direkt in Ihr Unterbewusstsein. Das ist da, wo die Entscheidungen gefällt werden, da, wo eine Disposition gesetzt wird, die Sie aktiv, die Sie bewusst nicht in irgendeiner Form steuern können. Bilder sind der schnelle Schuss ins Gehirn und der eigene Name ist das wichtigste Wort im Leben eines jeden Menschen. Was haben Sie dann? Aufmerksamkeit. Ich hatte sofort Ihre Aufmerksamkeit. Darum geht es. Wie kann man das jetzt einsetzen? Das sind Beispiele. Nehmen Sie das Gewinnspiel rund um IKEA. Steven, so hieß der Adressat, versetzen Sie sich in Steven. Steven bekommt diese E-Mail, denkt sich, boah, ist ja geil, mein Billy als mein Name geschrieben. Geht hin und klickt den, wie wir auf Marketing-Neudeutsch sagen, Call to Action und kommt dann auf eine Landingpage, die wiederum seinen Namen hat und dann nimmt er natürlich am Gewinnspiel teil. Ähnlich das Beispiel mit dem Bully. Top-Tarif hat es genutzt, um Adressaten anzuschreiben, die sich für Autoversicherung interessiert haben. Wie funktioniert das Ganze und was bewirkt das? Es gibt die sogenannten AB-Tests. A ist der Test mit einfach nur persönlicher Ansprache im Text, wie man eine persönliche E-Mail kennt. B hat zudem noch diese Text in Bildpersonalisierung oder wie wir es nennen, SMIP, Short Message in Picture. Der Highscore in den Klickraten, das ist sozusagen die erste Messgröße vor der Conversion, das ist dann das, was man damit verkauft. Also wie oft wird die Aktion, die mit der E-Mail verbunden war, ausgelöst? Der Highscore liegt bei 267%. Also 267% mehr Aktivität mit dieser Text in Bildpersonalisierung SMIP als ohne. Und jüngstes Ergebnis eines Kunden von uns in der Schweiz war ein Return on Investment von 700%. Und das alles nur durch ein Lächeln. Die Integration ist ganz einfach. Es ist einfach ein Link. Es ist keine Software, die downgeloadet wird. Wir integrieren uns in die E-Mail-Systeme unserer Kunden. Aber das ist nur eine Sache. Wir sind auf der Suche nach noch ganz viel Anwendungsgebieten. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ideen, Anregungen haben für Projekte, wo wir die Innovationskraft zusammen mit Ihrem Tool oder mit dem, was Sie im Einsatz haben, auf den Weg bringen können. Alles, was wir brauchen, sind Namensdaten, die möglichst richtig geschrieben sein sollten, weil sonst geht das ganze Thema nach hinten los. Genau. Und ich kann sagen, die Wirkung ist sehr positiv, das haben Sie bei sich gemerkt. Es gibt bisher nur ein kleines Erlebnis, wo wir einen nicht so guten Effekt hatten. Das war der Sohn
eines Kunden von uns, der den Kalender für seinen Vater auf dem Tisch gesehen hat und der meinte, ey Papa, hast du ein Identitätsproblem oder was? Sonst können wir sagen, ja, nutzen Sie uns. Es gibt auf unserer Webseite viele Möglichkeiten, unser Tool für umsonst zu nutzen, eine E-Card zu schicken oder ein Wallpaper runterzuladen und damit andere Leute zum Lächeln zu bringen. Ich danke Ihnen herzlich.